Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist wieder euer Nutucke aufs Brot und ja, wir spielen hier ein bisschen Sims 4. Und erstmal die Rechnung bezahlen, genau. Amano geht's zur Arbeit. In der letzten Folge hatten wir versucht, ein Epic Fail kotzt sich die Seele aus dem Leib. Hey, mach sauber. Nur weil du schwanger bist, brauchst du hier nicht alles schleifen zu lassen. Ich wüsste jetzt mal gerne, ob die irgendwie Schwangerschaftsurlaub bekommt. Anscheinend nicht. 2 Stunden bis zur Arbeit. So, machst noch ein kleines Nickerchen. Zack. Alter, wie lange schubbert die denn da? Geht gar nicht mehr sauber. Nur dann lass es. Dieselbe alte Leier. In letzter Zeit klingen alle Geschichten von Amano irgendwie gleich. Es heißt, Abwechslung sei die Würze des Lebens. Also vielleicht sollte er ein wenig davon einstreuen. Soll er versuchen, in ein neues Genre vorzudringen? Ja, auf jeden Fall. Es stellt sich heraus, dass es der Leserschaft egal ist, was Amano über etwas anderes als sein Spezialgebiet denkt. Es gibt keine wirkungsvollere Gegenreaktion als die der Fans. Leistungsverschlechterung klein. Ja, gut, aber wenn es wirklich nur klein ist, geht's noch, sage ich mal. So, da muss jetzt aufstehen und zur Arbeit. Tantieme, 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 sehr gut. Oh, da kommt ja doch langsam schon was zusammen. Warum fühlt sie sich unwohl? Oh, enttäuschendes Getränk. Mal schauen, ob Schneckball das Klo sauber gemacht bekommt. Da ist auch gar kein Balken drumherum. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Einladen hier abzuhängen. Den Brainiac. Brainiac wird gleich da sein. Sehr schön. Hereinbitten. Können eigentlich ein bisschen Schach spielen. Machen sie direkt was für die Logikfähigkeit und für die Freundschaft. Was macht Toki eigentlich? Sims Forever spielen? Nackt? Ach ne, nur fast nackt. Du, 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 du. Was können wir denn hier noch? Ey. Selbstsicher, sie hat schon wieder gewonnen. Schneckball kann irgendwie gut Schach spielen. Erst zieht sie mich ab, jetzt zieht sie Brainy ab. Unglaubliche Geschichte erzählen. Klopf, Klopf, Witz. Bitten zu gehen, gibt es sogar zweimal. Was gibt's denn hier noch so zu tun? Witz über Marsmenschen. Kommt sicher auch immer gut. Ein mutiger Anmachspruch. Oh, Brain ist kokett. Du kannst doch jetzt kein Nickerchen machen. Toll, ich glaube, unser Klo ist kaputt. Im Inventar platzieren. Der Botschafter für ein Simoleon. War irgendwie ziemlich buggy. Warum? Keine Ahnung. Wie ein Champion pieseln. Schon wieder. Noch ziemlich abgefahren, dass jetzt, wo sie hohe Schuhe anhat, wirklich das anderen Sound macht. Finde ich ziemlich cool.
Klopf, klopf. Dann mach mal ein Nickerchen. Lefte Parsikon. Lemtim Yanabi. Material ausprobieren, über Nachbarn tratschen, kennenlernen. Wo läuft er hin? Warum geht der Etepetete? Okay, er geht einfach mal so joggen. Naja, gut, dann geh halt joggen. Was ist, wenn ich das Ding angucke? Werde ich dann selber Energie geladen? Ja, das ist ja easy. Krass. Jetzt möchte ich Spiel spielen. Am Anfängerturnier teilnehmen. Da, Anfängerturnier. Frag mich zwar, wie man in Sims ein Turnier machen soll, aber okay. Amano wurde leider nicht befördert, obwohl er eigentlich alle Sachen. Oh, ich glaube, er ist müde. Aufwachen. Schlafen. Oh, Brainy ist wieder zurückgekommen, okay. Polizistenwitz. Mutigen Anmachspruch. Will sie schon wieder machen? Ja, dann mach's halt. Ah, geht nicht mehr. Oder ich find's mal wieder nur nicht. Ist er im Bett? Ja, ich glaube schon. Jo, er ist im Bett, sehr gut. Chelner. Sensibi Kinnikil. Oh, sie ist angespannt. Warum? Wegen fehlender Beschäftigung. Jetzt will ich schon wieder ein Nickerchen machen. Nein. Koch erstmal was Schönes. Du hast lange nichts mehr gekocht. Hähnchensalat im Bockau, wenn man das so ausspricht. Natürlich Partygröße. Party, Party. Sie hat sich über fehlende Beschäftigung beschwert. Also kann sie jetzt kochen. Was passiert da? Wer ruft an? Brainy, ich möchte vorbei. Er ist doch gerade erst gegangen. Ja klar, komm vorbei. Der dritte Platz ist gar nicht so übel, aber es gibt noch jede Menge Platz für Verbesserungen. Cool. Ich habe wirklich gewonnen. Abgefahren. Zuspruch geben. Keine Ahnung für was, aber Zuspruch geben. Von Interessen schwärmen. Oh Mann, sind wieder eine kleine Veranda-Party. Darf ich auch ruhig hinsetzen? Zusammensitzen. Nein, kein Hüfttanz vorführen. Bisschen schwärmen. So, was macht Schneckball? Schneckball hat lecker gekocht. Dann kannst du das mal. Hat die gerade ihr Essen fotografiert? Ich glaube, Schneckball hat gerade ihr Essen fotografiert, ja. Unwohl? Warum? War anscheinend nicht ihr Geschmack. Ah, mach noch ein Nickerchen. Alle sind am Schlafen. Warum ist die Energie so im Keller?
Sag mal, hier geht irgendwie gerade. Sie hat Schwangerschaftsklamotten an. Geh mal auf Chloe. Und dann schlaf mal weiter. Wisst mal gern, warum ihre Energie sich jetzt nicht aufgeladen hat. Jetzt geht's aber anscheinend. Die hat doch schon ewig im Bett gelegen. Oh Mann, ey. Tolle Patch haben sie aufgespielt. Ganz tolle Patch. Oh, jetzt habe ich auch noch schnell Tag verschönern ausgewählt, solange es geht. Geh mal auf die Pipi-Top. Zack, nimm dir. Ist er weg? Oh ja, okay. Du. So. Und danach kannst du auch mal ins Hayabobo-Bettchen. So, 12 Uhr. Kann eigentlich Schneckball mal ein bisschen aufstehen und spielen. Gaming-Livestream. Was ist das? Dabei noch Nachrichten schauen. Also schön wäre es, wenn das parallel gehen würde. Düdü. Aber hier ist immer noch, also Epic Fail muss immer noch arbeiten gehen. Das finde ich ja krass. Haben wir nur Level 3 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Schneckball kann jetzt fortgeschrittene Spielstrategien recherchieren, außerdem kann sie andere Sims mit ihren Videospielkönnen beeindrucken. Das ist ja nichts Neues. Kein Bock mehr? Dann räum auf. Was hat sie da für eine Stimmung? Tiefe Bindung. Okay. Schwangere Frauen sollen doch baden. Morgenübelkeit. Ja, Kinder sind nichts Feines. Öffnen und danach können sie mal was knopsen. Amano ist schon wach. Gehen wir noch ein Nickerchen machen. Und bis heute Abend wieder total im Arsch. Du. Was? Schwangeres zweites Trimester. Drittes Semester in 22 Stunden. Okay. Dann wird das heute wahrscheinlich nichts mehr. Mit dem Kind bekommen. Schwerpullern, Alter. Bidet gemacht. Dieses Bidet gibt Epic Fail das Gefühl, sauber, frisch und unerwartet glücklich zu sein. Oh Mann. Ich brauch Spaß. Hier, ich bin E-Book-Lied. Ah, sie ist ja so ein. Ist ja so ein Bücherwurm. Macht ihr Lesen bestimmt Spaß. Ja, natürlich. Über Träume reden. Okay. Aber nur muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Und ich glaube, Schneckball muss pullern. Jo. Welche Stimmung braucht denn Amano? Inspiriert. Inspiriert. Gab es nicht eine Dusche? Ne, das ist kokett.
Energie geladen. Ah, da. Inspiration. Krieg ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hin, oder? Was? Nur glücklich? Ah, inspiriert. Sehr gut. Museum besuchen. Ah, jetzt kann ich schon wieder nicht gucken, weil er auf der Arbeit ist. Das ging doch auch sonst immer. Warum steht jetzt hier alles voller Futter? Weiß kein Mensch. Naja, egal. Naja, weil Schneckball Hunger hat vielleicht. Miam, 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 miam. Epic Film muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ich könnte eigentlich hier hinten mal noch irgendwas zum Spielen hinpflanzen. Da vielleicht was dabei? Da sind nur Schachtische. Nur Bars. Schreinertisch. Und ja, ich habe das mit dem Musikzimmer noch nicht vergessen. Kann man pokern. Darauf könnte ich sparen. 4500. Krieg ich doch bestimmt hin. Das kriege ich doch bestimmt hin. Sag mal, ist das Essen so schlecht, was du machst? Qualität okay. Weglegen. Und Epic Fail muss mal aufstehen. Das nächste Level der Fitnessfähigkeit erreichen. Da wird das Baby immer richtig schön durchgerüttelt. Wofür habe ich jetzt 300 Simoleons bekommen durch die Tantieme? Das ist ja mal krass. Wie witzig. Sie geht jetzt auch. Cool nach hinten verlagert. Wie eine Ente. Ente, 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 Ente. Sag endlich Schwanz! Ganz, Entschuldigung. So, was haben wir hier noch? Freundschaften schließen, 5 Stück. Die sind Freunde. Ja. Okay, jetzt nicht mehr. Und jetzt wieder. Warum, oh warum hat nur Togi das gesagt? Ich wüsste mal gern was. Zwickmühle, Epic Pferde und ihr Team führen eine routinemäßige Durchsuchung nach Schmuggelware durch. Als nur noch 2 Räume des Hauses zu durchsuchen sind, kehrt der Verdächtige früher als erwartet zurück. Epic Pferde muss entscheiden, ob sie den Keller oder den Dachboden durchsuchen. Für beides reicht die Zeit nicht. Keller. Der Gegenstand nach dem Suchen ist einfach nicht zu finden. Das Team verlässt den Ort sicher und leeren Händen. Schade. Schade, schade, schade. Geht Toki heute eigentlich arbeiten? Nein, sehr gut. Dann könnte er mal nochmal den Brainiac einladen. Zack. Ja. Markus Roth. Wer ist denn Markus Roth? Woher kenne ich den? Der wird gleich da sein, sehr schön. Hände waschen. Ups. Zähne putzen. Direkt mal ein Klopf-Klopf jetzt. Unglaubliche Geschichte. Er ist einfach immer noch kokett. Freundlich, freundlich, freundlich. Was gibt's bei lustig? Hallo? Witz über Aliens.
Grinne his spalla. Oh! So water, new lord. Lumbeklonkus essenum. Steckpuls ist immer noch am Zocken. Ich krieg den Hals wieder nicht voll. Itak! Tak! Hä? Jessene Klonkas Rabana. Tiba Bamel. Philbar. Trip. Wissip. Dann setz dich halt dahin. Nimm an der freudigen Runde teil. Karenzi. Ma. Biamba. Yags. Sigluna Biro. Binakapa. Oh. Tja. Budamabsi. Zombie Nufa. Wonech. Marvin Sommer möchte vorbeikommen. Nö, ist so ein alter Sack. Außerdem haben wir hier nur drei Stühle. Toki hat folgendes Merkmal von Rainy kennengelernt. Romantisch. Ui, ich sehe gerade, wir haben schon wieder 21 Minuten. Das heißt, dass die Folge hier jetzt zu Ende ist. Wie ich guck. Witzig. Ja, und deswegen machen wir jetzt hier Schluss für heute. Wenn ihr wissen wollt, ob Epic Fail Junge oder ein Mädchen bekommt, oder Zwillinge oder Drillinge oder Vierlinge, keine Ahnung, was überhaupt alles möglich ist bei Sims, der sollte auf jeden Fall die nächste Folge nicht verpassen. Am Sonntag müsste die kommen. Und ja, dann normalerweise müsste es eine Geburt in der Twitter-WG geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach einen Daumen hoch da lasst oder was Nettes in die Kommentare schreibt oder überhaupt was in die Kommentare schreibt. Und ansonsten sage ich einfach mal ein wunderschönes Wochenende und bis Sonntag. Ciao, macht's gut.